wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Als Teilnehmer bleibt straffrei, wer nicht geschäftsmäßig handelt und entweder Angehöriger des in Absatz 1 genannten anderen ist oder diesem nahesteht. Dieser Paragraph 217 des Strafgesetzbuchs, den Sie zur fortdauernden Erinnerung an die Wand geworfen finden, gilt seit Dezember des letzten Jahres. Ihm gilt unser heutiger Gesprächsabend. Hierzu begrüße ich Sie alle sehr herzlich. Und zwar heute nicht nur im Namen des Vereins zur Förderung des Instituts für Strafrecht und Strafprozessrecht, sondern dankend auch im Namen des Strafrechtsausschusses des Kölner Anwaltvereins. Ich freue mich darüber, dass zahlreiche, darunter sehr hochrangige Vertreter der Strafrechtspflege im Bezirk des Oberlandesgerichts Köln unserer Einladung gefolgt sind. Und ich bitte höflich um Nachsicht, auf persönliche Begrüßungen zu verzichten. Ich tue das allein, um für die Sache Zeit zu sparen. Ebenso freue ich mich natürlich über den zahlreichen Besuch unserer Studenten. Besonders an einem Abend, an dem sich auch dem König Fußball huldigen ließe. Bis zum Dezember des letzten Jahres war nach deutschem Strafrecht straflos, wer einem anderen Menschen bei dessen freiverantwortlicher Selbsttötung Hilfe leistete. Der neue Paragraph 217 StGB schränkt diese Straflosigkeit ein. Ziel der Neuregelung ist es ausweislich der amtlichen Begründung, ich zitiere, die Entwicklung der Beihilfe zum Suizid, assistierter Suizid, zu einem Dienstleistungsangebot der gesundheitlichen Versorgung zu verhindern. Zitat Ende. Befürchtet wird, noch einmal Zitat, ein Gewöhnungseffekt an solche organisierten Formen des assistierten Suizids, insbesondere alte und oder kranke Menschen, so heißt es weiter, können sich dadurch zu einem assistierten Suizid verleiten lassen oder gar direkt oder indirekt gedrängt fühlen. Zitat Ende. Dieses Regelungskonzept und seine gesetzgeberische Umsetzung wollen wir heute diskutieren. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass 6 überaus kundige Stimmen unserem Gespräch vom Podium aus den Weg weisen und dabei gewiss unterschiedliche Gesichtspunkte in die Debatte mit einbringen werden. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und darf Sie kurz in der Reihenfolge Ihrer Eingangsimpulse vorstellen. Herr Professor Raimund Volz ist Palliativmediziner an unserer Universität. Palliativmediziner haben an der rechtspolitischen Debatte Anteil genommen. Und eine der meistdiskutierten Fragen zu § 217 StGB ist, ob diese Norm den ärztlich assistierten Suizid unter Umständen erfassen könnte. Herr Dr. Dominik Meiering ist Generalvikar des Erzbistums Köln. Auch die beiden christlichen Kirchen haben an der Diskussion teilgenommen. An der Sachverständigenanhörung im Deutschen Bundestag haben 2 Theologen mitgewirkt. Frau Professorin Christiane Wopen ist Medizinethikerin an unserer Universität. Frau Kollegin Wopen war bis vor kurzem die Vorsitzende des Nationalen Ethikrats. Dieser hat sich wiederholt mit unserem Fragenkreis befasst, zuletzt Ende 2014 mit einer Ad-hoc-Empfehlung. Herr Professor Wolfram Höfling
ist Staatsrechtslehrer an unserer Fakultät und Mitglied des Nationalen Ethikrats. Die verfassungsrechtliche Diskussion über § 217 StGB hält an. Das Bundesverfassungsgericht hat bislang lediglich über einen Antrag auf verfassungsgerichtlichen Eilschutz entschieden und dabei unter anderem festgestellt, die Verfassungsbeschwerde gegen das neue Gesetz sei nicht offensichtlich unbegründet. Frau Professorin Rissing van Saan war Vorsitzende Richterin am Bundesgerichtshof und dort war sie, ich glaube sogar die Berichterstatterin zum Grundsatzurteil BGH ST 55/191 zum Behandlungsabbruch. Frau Rissing van Saan zählt zu den Sachverständigen, die der Deutsche Bundestag vor der Entscheidung über § 217 StGB gehört hat. Herr Professor Michael Kubizil schließlich ist Strafrechtslehrer an unserer Fakultät und Vorsitzender des Vereins für Straf- und Strafprozessrecht. Herr Kubizil hat sich in zahlreichen wissenschaftlichen Beiträgen mit unserem Fragenkreis befasst. Er ist Mitunterzeichner der Resolution deutscher Strafrechtslehrer und Strafrechtslehrerinnen gegen die Strafbarkeit des assistierten Suizids. Meine Damen und Herren, jeder unserer Podiumsteilnehmer könnte zu unserem Thema spielend eine gehaltvolle Vorlesung halten. Es ist ganz wunderbar, dass Sie alle sich spontan, ganz spontan dazu bereit gefunden haben, sich im Interesse eines möglichst lebendigen Austauschs mit einem Impuls von etwa 5 Minuten, einem Eingangsimpuls von etwa 5 Minuten zu begnügen. Eine Bitte um eine derart weitgehende zeitliche Beschränkung kann man in der Hoffnung, sie möge erfüllt werden, nur an souveräne Persönlichkeiten richten. Nach den Impulsbeiträgen werde ich sehen, ob sich auf dem Podium der brennende Wunsch zu einer ersten Erwiderung regt. Einem solchen Wunsch würde ich nachkommen. Hiernach hoffe ich auf eine Diskussion mit dem Auditorium. Ich vermute, dass wir uns spätestens gegen 9:30 zu unserem gewohnten kleinen Kölschen empfangen. Auch dieser wird heute Abend vom Strafrechtsausschuss des Kölner Anwaltvereins großzügig mit unterstützt. Zum Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht werden hinüberbegeben. Lieber Herr Kollege Volz, ich darf Ihnen without further ado das Wort geben. Sie haben die Wahl vom Tisch oder... Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Kress. Wir haben ganz spontan entschlossen, wir bleiben hier, um Minuten zu sparen. Und da wir ja so autonom sind, gebe ich meine Autonomie jetzt an diese Uhr hier ab und es läuft. Ja, in dieser ganzen Diskussion um diesen einen, ich sage mal aus klinischer Sicht, kleinen Aspekt, ärztlich assistierten Suizid oder geschäftsmäßig assistierten Suizids, erleben wir ja immer wieder, und dies auch in der politischen Diskussion, in der normativen Diskussion, in der klinischen Diskussion, dass wir in eine Kommunikationsfalle tappen. Dass wir uns nämlich plötzlich auf diesen ganz winzigen Aspekt der klinischen Realität konzentrieren. Das ist, meine Aufgabe, ein bisschen klarer und erstmal auch die Diskussion zu weiten, nachher auch in der Diskussion. Stellen Sie sich erstmal vor, wie 2/3 von uns, wir sterben an oder mit einer in 2/3 der Wahrscheinlichkeit bekannten, weiter fortschreitenden Erkrankung. Nur 1/3 von uns werden plötzlich und unerwartet sterben. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine solche Diagnose, Sie bekommen eine solche Diagnose, die erste Reaktion ist selbstverständlich kämpfen. Alles dagegen tun, was machbar ist. Was machbar ist und irgendwann fängt es dann an, wenn trotz aller Bemühungen die Krankheit weiter fortschreitet, zu überlegen, was ist sinnvoll. Dann hoffen wir für uns alle, dass wir auf einen Arzt treffen, der das auch offen mit uns bespricht. Wir wissen aus Kommunikationsstudien, dass dies meist nicht der Fall ist, dass Ärzte ganz oft die Tendenz haben, uns Sachen vorzuschlagen, die sie selbst für sich in solche Situationen nicht nehmen würden. Damit fängt es an. Also realistische Kommunikation und dann bleibt es an uns, wenn wir in einer solchen Situation weiter voranschreiten mit der Erkrankung, zu überlegen oder auch zu reagieren. Nehmen wir diese Erkrankung als
natürlich gegeben irgendwie an. Wir haben ja schon alles versucht dagegen, dass auch die Endlichkeit unseres Lebens begonnen hat. Oder kämpfen wir weiter dagegen? Kämpfen wir weiter mit unrealistischen Maßnahmen, noch eine Therapie, noch eine Therapie, noch eine Therapie? Oder reagieren wir vielleicht auch, indem wir sagen, jetzt, aber jetzt muss ich, wie ich mein ganzes Leben bisher geführt habe, jetzt muss ich auch für mich einfach jetzt mal Schluss. Ja, jetzt muss ich so aggressiv, selbst aggressive Tendenzen, in die dann in möglicherweise Wünsche nach Suizid geäußert werden. Warum der eine Patient, der eine Mensch von uns allen so reagiert, annehmen, der andere aggressiv sich selbst gegenüber wird oder aggressive Therapie, wissen wir alle nicht so wirklich. Hat mit unserer Persönlichkeit zu tun, hat mit Bindungstheorien psychologischer Natur auch zu tun. Wie schätzen wir uns selbst ein, wie schätzen wir das Gegenüber ein? Kann das Gegenüber auch eine Hilfe, die angeboten wird? Die bringen mir ja eh nichts, weil ich in meinem Leben gelernt habe, dass der andere mir nie was hilft. Oder, ja, doch, ich kann auch Hilfe annehmen. Wie gesagt, das ist, wird schon im Kindesbeinen an geprägt, diese Bindungstheorien, warum der eine so, der andere anders reagiert. Wenn wir also jetzt als Kliniker konfrontiert werden mit einem Patienten, der sagt, ich möchte sterben, und da geht ja meist dann schon die normative Diskussion weiter, müssen wir natürlich erst fragen, was ist das denn, was bedeutet, was ist das für ein Typ von Todeswunsch? Ist das dieses, ja, ich wünschte, es wäre bald alles vorbei, dieses Lebensmüde, dann kann man natürlich ganz einfach auch sagen, ja, Sterben zulassen, dann sind wir im Bereich passiver, früher passiver Möglichkeiten, Sterbehilfe, das ist ein Pfui-Wort, ich weiß, also Sterben zulassen, entsprechend Therapieziel, Änderungsdiskussionen zu führen, man muss ja nicht intensiv, man muss ja nicht Antibiotika, man muss ja nicht noch eine Chemo und so weiter. Also diese Lebensmüdigkeit. Oder ist es etwas, wo der Betroffene sagt, na, ich möchte die natürliche Begrenzung des Lebens noch weiter nach vorne ziehen, vorausholen. Und dann ist natürlich die Frage, wie mache ich das? Ist es eine Tötung auf Verlangen? Bitte, lieber Doktor, Sie helfen Sie mir, Sie wissen schon, wie ich es meine, geben Sie mir eine Spritze, Tötung auf Verlangen. Oder suizidale Tendenzen, also ich bring mich selbst um, irgendwie. Dann kann man als Behandelnder natürlich, ich sag mal, platt fragen, warum hast du dich nicht schon umgebracht? Also mit anderen Worten formuliert, was hält dich denn noch am Leben? Und dann gibt es eben diese kleine Möglichkeit von ärztlich assistiert, von assistiertem Suizid, was ja eigentlich auch eine Paradoxie ist, weil man die Verantwortung auf einen anderen überträgt, im Gegensatz zum echten Suizid. Jemand anderer soll mir was antun. Und man beendet ja eine Beziehung, wo man sich hilfewendend hingebracht hat. Also es ist eine Situation vielleicht auch, und das haben wir bisher auch in der Diskussion mit den Psychiatern, die ja sonst Suizidprävention sehr ausführlich studieren, das nationale Suizidprävention, die sagen, diese Erfahrungen sind einerseits hilfreich, andererseits passen sie aber nicht unbedingt auf Menschen mit einer schweren Erkrankung. Zum Beispiel wird oft gesagt, suizidale Patienten sind ja 90% depressiv, haben eine psychiatrische Erkrankung. Nein, ich würde sagen, wenn ein Mensch mit einer schweren organischen Erkrankung suizidale Gedanken hat, dann ist er nicht depressiv, sondern eher in 10%, er ist 90%, ist das vielleicht sogar normal. Wenn man gut palliativmedizinisch betreut wird, ist es normal, dass solche Gedanken kommen. Das müssen wir einfach auch überlegen. Aber dann nicht fokussieren, oh weia. Gut, ich danke sehr. Darf ich noch? Also es ist normal, solche Gedanken zu haben, zu entwickeln, aber nicht ausschließlich. Ich zitiere einen Patienten aus einer unserer Studien. Wenn es etwas gäbe, in 2 Sekunden wäre es vorbei. Ich würde das nehmen, sagt er in diesem Interview. Der nächste Satz im gleichen Interview sagt, ich möchte leben. Oh mein Gott, und dann sind wir bei Ihnen. Also insofern, was möchte dieser Patient? Ja, also. Schön, dass Sie diese Einschränkung machen. Aber dann sind wir schon bei dem Lebenssinn wieder und auch der Frage, was will eigentlich der Einzelne, der mir in einem Satz das, im anderen Satz genau das andere sagt. Also Lebenswille, Todeswunsch liegen ganz nah beieinander. Wir dürfen nicht fokussieren, wir müssen es wieder öffnen, diese Diskussion. Und dann natürlich auch wissen, was können wir tun. Ich habe schon angesprochen, das Sterben zulassen mit all den Möglichkeiten der Medizin, etwas auch mal nicht zu tun. Die Suizidprävention ist das andere. Die palliative Sedierung im sonst nicht linderbarem Leid, auch eine palliative Sedierung einzuführen, gibt es wunderbare auch Regeln inzwischen dazu. Und natürlich dann, wie gehen wir mit Fragen um, wo das immer noch der Fall ist. Das wird ja jetzt diskutiert, wo Menschen immer noch assistierten Suizid haben wollen, aus welchem Grund auch immer.
Und auch die Frage für mich, die dahinter steht, ist es vertretbar, solche Angebote auch zu machen, wenn Menschen, wie in den Diskussionen wir oft erleben, sagen, eine palliative Sedierung biete ich dir an, aber ich möchte das nicht haben. Ich möchte dann lieber gleich sozusagen diese Suizidmöglichkeit haben. Und auch die Frage der Reichweitenbegrenzung, die wir an anderer Stelle ja auch schon diskutiert haben. Also wo würden wir dann in unserer Gesellschaft hinkommen, wenn Bilanzsuizid jüngerer Menschen ohne somatische Erkrankung auch einen Assistenzwunsch hätten? Also die ganze Diskussion um dieses Gesetz hier oben hat beabsichtigte Konsequenzen, es hat aber auch unbeabsichtigte Konsequenzen, nämlich eine davon war, Gott sei Dank, sonst wäre es nicht gekommen, das Hospiz- und Palliativgesetz, wo der Bundestag eindeutig gesagt hat, lass uns alle Möglichkeiten Hospiz und Palliativ auch ausbauen. Und es ist natürlich auch eine Frage, ein gesellschaftlicher Effekt, ein solches Gesetz zeigt natürlich auch, wie wir als Gesellschaft ticken. Soweit. Ja, ich habe mich riesig gefreut, als ich eingeladen wurde. Ich habe gedacht, hast du nicht alle Tage die Möglichkeit, bei den Strafrechtlern als Theologe irgendwie aufzuschlagen. Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen in der Linie der Tatsache, dass diese Diskussion wirklich sehr breit und sehr offen geführt wurde. Es ist ja ganz interessant, wie im Sommer des vergangenen Jahres die Kirchen auch von den unterschiedlichsten Playern angefragt wurden, um ihre Stellungnahme. Es gibt offensichtlich eine Kompetenz, die die Kirchen zugeschrieben bekommen. Dahinter steckt eine große Sehnsucht nach Werten, nach gelingendem Leben, nach einem Sterben in Würde. Und man muss auch ehrlicherweise mal sagen, die Bundestagsdebatte, wie sie abgelaufen ist, ich habe da mit Begeisterung zugeschaut. Wir haben ja selten mal so eine qualifizierte Debatte gehört, die auch persönlich, die emotional und nicht nur von politischen Ränkespielen geprägt war, erleben dürfen. Ich habe einfach mal hier mitgebracht 4 Thesen, die ich einfach mal zur Diskussion stellen möchte. Die erste These, jeder Mensch besitzt als Geschöpf eine unantastbare Würde, die von Gott herkommt. Eine Konsequenz dieser Würde ist die Freiheit des Menschen. Doch darf die Würde nicht auf absolute Autonomie verkürzt werden. Also klar, als Theologe sage ich, jeder Mensch ist von Gott geschaffen, egal wie es dem geht, von Beginn des Lebens an bis zum Moment des Todes ist das Leben schützenswert und auch wenn der Mensch sein Leben und seine Würde nicht selbst verteidigen kann, dann muss es dafür Anwälte geben. Egal, unabhängig von der Leistungsfähigkeit, von der Vernunftbegabung, menschliches Leben ist immer schützenswert. Die Würde nimmt den Menschen also so in den Blick, wie er ist und damit eben auch den schwachen Menschen. Denn Schwäche, Krankheit, Sterben in einer auf Perfektion angelegten Gesellschaft wird ja kaum wahrgenommen. Wir sind total durchökonomisiert und versuchen also ständig irgendwelchen Ansprüchen zu genügen. Von daher eine neue Perspektive, ein übersteigertes Autonomiedenken, Allmachtsfantasien, die Vorstellung totaler und absoluter Unabhängigkeit ist eine Illusion. Wir sind alle angewiesen. Angewiesenheit ist die Bedingung dafür, dass wir leben können, um es präzise zu formulieren. Das merkt nicht nur der Säugling, der geboren wird, sondern auch der Mensch, der im Sterben liegt. Das heißt, wir dürfen die Würde und die Autonomie des Menschen niemals absolut sehen, sondern wir müssen sie immer in der Angewiesenheit und in der Bedingung des Hineingeworfenseins in Beziehungen betrachten. Zweite These. Kein Mensch sollte durch die Hand eines Menschen sterben, stattdessen aber jeder an der Hand eines Menschen. Der Satz ist so gut, er ist nicht von mir, er ist von meinem Kardinal Wölki. Der hat das im vergangenen Jahr gesagt und natürlich dabei auf die Bibel verwiesen und gesagt, es kommt eben darauf an, dass wir diesen Skandal überwinden, dass immer mehr Menschen im Alter alleine sind und alleine sterben. Die Zahl der Alten nehmen ja zu. Vor 10 Jahren hatten wir in Deutschland 600 Leute, die 100 Jahre alt waren. Heute haben wir 10.000 Leute, die 100 Jahre alt werden. Und nicht alle davon sind jetzt total frisch, um es vorsichtig zu formulieren. Das heißt, wir haben bei uns perfekte Systeme für eine adäquate medizinische Versorgung. Wir haben ein
hoch ausdifferenziertes und hochentwickeltes Gesundheitssystem, aber wir haben keine Ideen oder wenig Ideen dafür, wie wir mit den Sterbenden in Ruhe ein Gespräch führen. Wir haben für jedes medizinische Problem einen Spezialisten, aber für die Frage danach, was zu passieren hat, wenn ein Todeswunsch, wie auch immer der motiviert sein mag, auftaucht, haben wir wenig Spezialisten und Menschen und Zeiten. Also wir müssen uns Zeit nehmen für den Menschen, das ist meine These. In der Regel bleibt man 18 Tage vom ersten Augenblick, wo klar ist, das wird nichts mehr, bis zum Sterben. Und ich würde gerne diese letzten 18 Tage nicht nur medizinisch rundum voll versorgt sein, sondern wenn ich mal auf mein Lebensende hinschaue, dann würde ich gern irgendwie eine Vision davon haben, wie wir menschlich miteinander unterwegs sein können. Also keine Übertherapie, keine lebensverlängernden medizinischen Maßnahmen, ich sage nur Stichwort Patientenverfügung und wichtig, Sterben gehört zum Leben. So wie ich mit dem Sterben umgehe, die Art und Weise, wie wir mit Sterbenden umgehen, sagt viel darüber aus, wie wir das Leben schätzen. Dass wir das abtrennen aus unserer Wirklichkeit. Ich weiß nicht, wer alles schon mal einen Menschen hat sterben sehen hier oder eine Leiche mal gesehen hat. Das ist so abgetrennt aus unseren normalen Lebensvollzügen, dass wir einfach nicht mehr wissen, wie man damit umgehen soll. Das ist ein großes Problem. Kann ich nachher vielleicht noch ein paar mehr Geschichten zu erzählen aus der Welt. Dritte These, jeder Suizid ist ein menschliches Drama, das sich, jetzt bin ich kein Strafrechtler, aber ich behaupte das mal, das sich durch ein Strafgesetz nur sehr bedingt regeln lässt. Und im Übrigen, glaube ich, bleibt die Gesellschaft gefordert, sich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen. Also klar, Sterben und Suizidwunsch ist ein Grenzbereich dessen, was wir irgendwie als Gesellschaft, erst recht als Gesetzgeber regeln können. Im Letzten gibt es natürlich immer eine Gewissensentscheidung vor der Familie, vor der Gesellschaft. Ich würde auch sagen, eine Gewissensentscheidung vor dem lieben Gott. So. Und da kommt keiner drumherum. Aber mitunter, wir haben das gerade schon gehört, will der Betroffene ja gar nicht vorzeitig sterben, sondern er will Zuwendung bekommen. Es gibt ja nicht wenige, dass viele wenige Menschen, die einen Sterbewunsch äußern, den sie dann eben später revidieren. Trotzdem wäre es falsch, Sterbewünsche zu tabuisieren und zu sagen, beruhig dich mal. Viel wichtiger wäre, sie ernst zu nehmen und darüber ins Gespräch zu kommen. Warum wird den Menschen denn das Leben überdrüssig? Das ist ja mal eine wichtige Frage. Oder warum haben die Menschen Angst? Ja, dass plötzlich das Gefühl aufkommt, mein Gott, was wird am Ende meines Lebens sein? Weil sie nicht wissen, wie sie das organisieren können. Sie haben ihr ganzes Leben fest in der Hand, aber diesen Teil kriegen sie nicht organisiert. Und dann ist natürlich die Gefahr groß, wenn das Ganze geschäftsmäßig organisiert wäre, dass man in die gelben Seiten schaut und guckt, wer ist denn dafür zuständig und kann mir dabei jetzt helfen. Also, ich will auch nochmal deutlich sagen, diese Formulierung straffrei bleibt, wer im Einzelfall etwa einem Angehörigen beim Sterben hilft, ohne dabei geschäftsmäßig zu handeln. Dieser Punkt ist und war auch in der Kirche und unter den Verantwortlichen da durchaus umstritten. Natürlich, aus theologischer Perspektive widerspricht jeder Suizid dem Ja Gottes zum menschlichen Leben, das ist klar. Denn der Suizid beendet ein Leben und das Leben ist von Gott her geschenkt. Das Recht auf ein Sterben in Würde darf nicht darauf verkürzt werden, selbst den Zeitpunkt des eigenen Sterbens zu bestimmen. Aber ein solches Recht hat der Mensch offensichtlich nicht. Das befindet sich durchaus, ist durchaus eine Herausforderung, diese Position irgendwie rechtlich gut und angemessen bewerten zu wollen. Letzte These und damit komme ich zum Schluss. Es ist gut und angemessen, dass der deutsche Gesetzgeber, sage ich jetzt mal, die geschäftsmäßige Suizidförderung unter Strafe gestellt hat. Man hätte sich auch viele andere Dinge vorstellen können, wie mit der Frage umgegangen wird, aber ich glaube, das, was am Ende dabei rausgekommen ist, wenn ich nach Holland, nach Belgien oder in die Schweiz schaue, ist nicht das Falscheste. Es ist nämlich eine Wertentscheidung für das menschliche Leben getroffen worden.
Es ist angemessen, weil klar gesagt wird, es gibt ethische Bedenken gegen den Suizid und erst recht gegen den Suizid, der von jemand anderem ausgeübt wird. Sterbehilfe muss Lebenshilfe sein, muss Hilfe beim Sterben sein, aber nicht im Sinne einer Suizidhilfe, sondern im Gegenteil, als Hilfe beim Menschen, das Sterben anzunehmen und eben begleitet anzunehmen. Eine Zahl würde ich hier gerne nochmal in den Raum stellen, die ich ganz spannend fand, nämlich, dass Menschen, die andere regelmäßig in den Suizid begleiten, durchaus in Deutschland auch bis zu 7.000 Euro mal eben für den Suizid bezahlen und nicht wenige Suizidtouristen bis zum heutigen Tag in die europäischen Nachbarländer fahren. Das ist also eine Frage des Geldbeutels, eine Frage der Geschäftemacherei. Und ich glaube, es ist gut, dass wir da ein paar Grundprinzipien, ethische Grundprinzipien hier in diesem Gesetz formuliert haben, die helfen, weiterzugehen. Vielen Dank. Ja, jetzt müssen Sie wechseln zur Perspektive der Ethik. Das ist jetzt eine andere Brille. Ich möchte vorausschicken, dass ich den Grundimpuls des Gesetzgebers nachvollziehe, also diesen moralischen Grundimpuls, nämlich die Normalität dessen, dass man ein großes Problem, ein Leiden im Leben dadurch löst, dass man Beihilfe zum Suizid in Anspruch nimmt, dass er das verhindern wollte und dass er diese Vereine oder Einzelpersonen, die rumfahren, das zu ihrer Aufgabe machen, verhindern wollte. Gleichwohl halte ich diesen Paragraphen mindestens in 4 Bereichen für hochproblematisch. Und ich würde jetzt zu den 4 Bereichen kurz was sagen. Also zum einen halte ich es recht systematisch für problematisch, da gibt es aber hier deutlich Berufenere, die das erläutern können. Ich finde es jedenfalls schon aus der nicht juristischen Perspektive eine kolossale Zumutung, dass es unter den Straftaten gegen das Leben einsortiert ist, hinter Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen. Aber darüber können wir sicherlich auch noch im weiteren Verlauf intensiver diskutieren. Ich halte die thematische Ausrichtung dieser Gesetzgebungsinitiative für verfehlt. Der Deutsche Ethikrat hat Ende 2014, das wurde schon angesprochen, ja eine Ad-hoc-Empfehlung rausgegeben und hat mit dieser Ad-hoc-Empfehlung eigentlich folgende Botschaft senden wollen. Bitte, Gesetzgeber, schau doch nicht auf die wenigen, die in tragischen Ausnahmesituationen bei schwerem Leiden am Ende Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen möchten, weil sie sich nicht vom Hochhaus stürzen wollen oder können, weil sie sich nicht vor den Zug werfen wollen oder können, sondern weil sie unter würdevollen Umständen sterben möchten und dass eben tatsächlich, wenn man sich frei verantwortlich suizidieren möchte, nur mit Mitteln schafft, an die man sonst normalerweise so nicht rankommt und die man, wenn man sie einsetzt und nicht dabei kundig begleitet wird, eben auch zu erheblichen Problemen führen können. Das Wort Würde fiel ja schon häufiger. Ich glaube, dass die Umstände, unter denen ein Mensch der Auffassung ist, dass es würdevolle Umstände des Sterbens sind, tatsächlich auch eine eigene Hoheit hat, das zu bestimmen. Der Einzelne muss sagen, was er unter würdevollen Umständen versteht, das können ihm nicht andere vorschreiben. Das heißt, der Deutsche Ethikrat wollte die Suizidprävention in einem viel breiteren Aufschlag in den Vordergrund stellen. Es gibt 100.000 Suizidversuche in Deutschland im Jahr, 10.000 davon gelingen. Das sind mehr Tote als durch den Verkehr, durch Drogen, durch HIV und Gewalttaten in einem Jahr zusammenkommen. Das lohnt sich, da ein Gesetz zu machen, da viele Anstrengungen rein zu investieren, um diese Suizide und diesen Suiziden vorzubeugen. Viele davon, sie werden von Männern über 70 Jahren, also fast ein Viertel, wird von Männern über 70 Jahren verübt. Da steckt Einsamkeit hinter, da stecken keine Krankheiten hinter oder so etwas. Da muss die Gesellschaft hinschauen. Das halte ich für den viel wichtigeren Impuls als den wenigen, den circa 300, die Beihilfe zum Suizid in Deutschland oder auch dann eben in der Schweiz in Anspruch nehmen, da jetzt nun auch noch Probleme zu bereiten, wobei ich gegen diese Vereine durchaus auch erhebliche Vorbehalte habe, aber es gibt ja andere Möglichkeiten. So, drittes Problem für mich ist die ethische Abwägung, die dahinter steckt. Aus der ethischen Perspektive, es klang eben ein bisschen anders, ist die Selbstbestimmung
gewichtiger als das Leben. Der Einzelne kann entscheiden, wie er mit seinem Leben umgeht. Es gibt keine Lebenspflicht. Ich glaube, dieser Auffassung sind die Juristen durchaus auch. Das heißt, das gelingende Leben ist das, was der Einzelne als sein gelingendes Leben empfindet, vielleicht auch als sein scheiterndes Leben. Wenn er aber nicht leben möchte, dann muss er das nicht. Und die Selbstbestimmung ist ethisch das höherrangige Gut als das Leben, auch wenn das Leben natürlich die Voraussetzung dafür ist, sich überhaupt selbst bestimmen zu können. Also gibt es hier bei der Einordnung, auch bei den Straftaten gegen das Leben, für mich ein Rang, ein Güterrangproblem. Das vierte sind die Folgen für das ärztliche Handeln und die vertrauensvolle Arzt-Patient-Beziehung. Die Ärzte haben schon ausreichend Probleme durch das Berufsrecht, das ihnen eben in manchen Bundesländern vollständig untersagt, Beihilfe zum Suizid zu leisten. In manchen ist es eine Sollte-Aufforderung. Die Musterberufsordnung der Ärzte, der Bundesärztekammer ist da sehr strikt und sagt, sie dürfen das nicht. Gut, die ist ja nicht rechtlich bindend, aber einzelne Länder haben das übernommen. Der Patient, der jetzt sich nur mit einem solchen Todeswunsch quält und sich nicht traut, sich an den Arzt zu wenden, weil er denkt, er würde ihn damit in ein Problem bringen, bleibt auch in dieser existenziellen Situation alleine. Vielleicht hat er das Gefühl, keinen Ansprechpartner zu gewinnen. Und mich interessieren jetzt auch bei den Auswirkungen auf die Palliativmedizin oder Hospizversorgung insbesondere zwei Fälle, wo ich die Juristen gerne um eine Antwort bitten würde. Das erste ist das Sterbefasten. Also wenn ein Mensch das Sterbefasten wählt, um sich zu suizidieren und ein Arzt begleitet ihn, er gewährt ihm den Raum, die begleitende Medikation etc., dann würde er sich nach meinem Laienverstand nach 217 strafbar machen. Ein anderer Fall ist, dass der Patient gesagt hat, dass er sich suizidieren möchte oder es jedenfalls in Betracht zieht, zu Hause versorgt wird, wie wir es uns ja eigentlich auch alle wünschen, und zur Schmerztherapie hohe Morphiumdosen braucht. Jetzt lässt der Arzt ihm übers Wochenende eine so hohe Dosis da, damit er sich über 2-3 Tage versorgen kann, dass die auf einmal genommen durchaus geeignet ist, einen Suizid zum Erfolg zu führen. Das heißt, er gewährt ihm die Mittel, um diesen Suizid durchzuführen. Der Suizid muss noch nicht mal stattgefunden haben, dann wäre er eigentlich nach 217 strafbar, denn da steht ja gar nicht, dass ein Suizid überhaupt erfolgen muss, sondern er hat ihm die Mittel dazu zur Verfügung gestellt. Und das halte ich einfach tatsächlich für eine Verunsicherung, für ein Problem. Ich kann verstehen, dass der Bundesrat in einem Antrag gesagt hat, jetzt wird die Rechtsprechungspraxis zu beobachten sein, um zu gucken, was aus diesem 217 gemacht wird. Und darauf bin auch ich in der Tat gespannt, wie die Juristen das nun lösen, auch mit den Folgen für den Alltag. Ich hätte jedenfalls ein anderes Gesetz deutlich bevorzugt. Ich könnte in vielen Dingen Christiane Wopen zustimmen, auch ich hätte ohne dieses Gesetz auskommen können. Ich sage aber jetzt was als Verfassungsrechtler zu der jetzigen Regelung und vorab, ich halte sie im Ergebnis für verfassungskonform. Die Debatte, die wir geführt haben und die wir führen, das hören wir heute Abend auch wieder, ist geprägt durch eine ganz fundamentale Begrifflichkeit. Würde kommt immer vor, Autonomie, Selbstbestimmung, Solidarität. Wenn man sich das genauer anguckt, dann sieht man aber auch, dass die Begriffe für ganz gegensätzliche Positionen in Anspruch genommen werden. Das gilt insbesondere für den Begriff der Menschenwürde, der nichts anderes als ein Passepartout-Begriff in dieser Debatte geworden ist. Damit kann man denjenigen ins moralische Abseits stellen, der für Suizidbeihilfe ist, genauso wie denjenigen, der dagegen ist. Und deshalb sage ich als Verfassungsrechtler, der Begriff der Menschenwürde, jedenfalls die Menschenwürde-Garantie unseres Grundgesetzes, spielt eine Rolle, eher da, wo wir nicht für die sozusagen infrastrukturellen Bedingungen sorgen, unter denen dann Herr Volz vernünftig arbeiten kann. Da spielt die Würde möglicherweise eine Rolle, aber nicht eine zentrale Rolle in unserer Debatte. Wenn ich die verfassungsrechtlichen Eckpositionen, so wie ich das Problem sehe, kurz skizziere, dann ist die zentrale Maßstabsnorm Artikel 2 Absatz 2 Satz 1. Das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat eine doppelte Funktion. Sie hat einmal eine statisch bewahrende, integritätsschützende Funktion, aber sie hat zugleich auch eine Selbstbestimmungsfunktion. Das Bundesverfassungsgericht hat schon früh davon gesprochen, dass der Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 das Selbstbestimmungsrecht über die leiblich-seelische Integrität schützt.
Und deshalb muss man auch nicht unbedingt einen Gegensatz konstruieren zwischen Integrität, Schutz und Selbstbestimmung, sondern aus meiner Sicht muss man sie zusammendenken. Und so betrachtet, bei allem Streit um die Verortung der Selbsttötung, ist die Selbsttötung, ich spreche jetzt von der eigenverantwortlichen Selbsttötung, über die man natürlich in dieser Charakterisierung auch nochmal diskutieren könnte, ist grundrechtlich geschützt. Und sie ist in meiner Position in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 grundrechtlich geschützt. Genauso grundrechtlich geschützt ist auch die Beihilfe zu dieser Selbsttötung, und zwar in einer doppelten Weise. Grundrechtlichen Schutz genießen diejenigen, die diese Beihilfe leisten. Der ist nicht besonders stark, aber das ist auch eine Form von Grundrechtsausübung. Und grundrechtlich geschützt ist auch der Anspruch des Einzelnen, bei seinem Selbsttötungsakt Hilfe zu haben. Die würde ich jetzt, und ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, nicht in Artikel 2 Absatz 2 Satz 1, sondern in einer Persönlichkeitsvariante der allgemeinen Handlungsfreiheit verorten. Aber sie ist grundrechtlich geschützt. Wenn aber das alles grundrechtlich geschützt ist, bedarf natürlich jede Beschränkung dieser Handlungsfreiheiten ihrerseits einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung. Danach ist also zu fragen, und für die Suizidbeihilfe sozusagen wieder doppelt, für den, der das macht und für den, der das in Anspruch nehmen will. Ich will aber gleich hinzusagen, grundsätzlich habe ich überhaupt kein Problem damit, einen legitimen Grund für eine Reglementierung, für eine Beschränkung der Suizidbeihilfe zu finden. Die hat wieder damit zu tun, dass man Integrität, Schutz und Selbstbestimmung zusammendenken muss. Eins ist sicher, und das könnte Herr Volz heute Abend wahrscheinlich noch in aller Breite erklären, Selbstbestimmung in existenziellen Bedrohungssituationen ist immer ein ganz fragiles Konstrukt. Sie ist immer prekäre Selbstbestimmung. Und das geltende Strafrecht vor dem 217 hat dem ja auch Rechnung getragen. Der 216 ist genau Ausdruck dieser Position, dass immer dann, wenn Dritte ins Spiel kommen, sozusagen dieses Handeln unter Verdacht steht. Man eben nicht das Konstrukt von einer selbstbestimmten Entscheidung einfach unterstellen kann. So wie man den 216 jetzt rechtfertigen kann, kann man grundsätzlich auch den 217 rechtfertigen. Oder allgemeiner gesprochen, Regelungen, die bestimmte Beihilfehandlungen sozusagen auch unter diesen Verdacht stellen. Dass, wenn die Dritten dabei sind und das aus einem Eigeninteresse heraus machen, sei es gewerbsmäßig, sei es nur geschäftsmäßig, aber nicht wie in den Einzelfällen, von denen etwas unglücklich dieser Absatz 2 spricht, dass das auch eine zusätzliche Gefährdung von Selbstbestimmung über die eigene Integrität ist. Sozusagen fremdbestimmende Integritätsgefährdung. Und das Bundesverfassungsgericht, Herr Kress hat in der Einleitung gesagt, was man mitnehmen kann von der Entscheidung ist, die Verfassungsbeschwerden sind nicht offensichtlich unbegründet. Ich würde gerne noch etwas mehr aus dieser Entscheidung mitnehmen, denn am Ende der Begründung kommen schon ein paar wichtige Hinweise darauf, dass genau diese Einschätzung des Gesetzgebers, die in dem 217 zum Ausdruck kommt, verfassungskonform ist. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass im Hauptsacheverfahren die Verfassungsbeschwerden Erfolg haben werden. Aber das ist jetzt Spekulation. Jedenfalls ist ein völlig legitimer Grund. Jetzt kann man, und das kann ich jetzt nur noch andeuten, in der Tat über manche Probleme sprechen, die ich aber im Wesentlichen strafrechtssystematischer einschätzen würde. Und Herr Kubizil wird sicherlich dazu, weil er auch vor kurzem dazu publiziert hat, noch etwas sagen. Der 217 Absatz 2 ist in der Tat so weit gefasst, dass bestimmte Konfliktkonstellationen möglicherweise erfasst werden. Ich würde zwei Probleme insbesondere sehen. Das ist einmal die palliative Sedierung, und da müssten wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Das hat inzwischen eine solche Pluralität angenommen, Herr Volz, unter diesem Begriff kann man gar nicht mehr alle normativ ganz unterschiedlich zu bewertende Dinge fassen. Und da müssten wir schon genauer hingucken, was wir darunter verstehen. Und da sind aus meinem Verständnis bestimmt manche Varianten, von denen ich hoffe, dass sie in Deutschland nicht praktiziert werden, ohnehin erfasst. Da wird der 217 Absatz 2 keinen von freistellen. Das andere Problem hat Christiane Wuppen eben auch schon kurz angesprochen, der freiwillige Verzicht auf Ernährungs- und Flüssigkeitszufuhr. Da würden wir aber, glaube ich, das können wir vielleicht gleich, in eine tiefere, auch begriffliche Diskussion eintreten müssen. Die Problematik hat, so wie du sie beschrieben hast, ist eine des 217, wenn man die Vorfrage so beantwortet, dass das auch eine Form des Suizids ist. Darüber kann man natürlich nachdrücklich streiten. Ist es das nicht,
dann gibt es auch kein Problem mit dem 217 Absatz 2. Denn eigentlich kann man ja sagen, da verlangt einer, dass man ihn nicht zwangsweise ernährt. Das ist eine ganz besondere Form der Selbstbestimmung über die leibliche, seelische Integrität. Und die Kausalität dieses Geschehensablaufs, dafür brauchen wir keine Hilfe eines Dritten. Die wird so, wenn er das durchhält, 10 oder 14 Tage, das kann manchmal lange dauern, wird sie zu dem Ergebnis des Todes führen. Das ist was anderes, als wenn ich mir jetzt ein Mittel besorgen lasse, mit dessen Hilfe ich allein nur dieses Ziel erreiche. Deshalb glaube ich, normativ ist es was ganz anderes. Deshalb ist es aus meiner Sicht mindestens in einer verfassungskonformen Auslegung nicht von der 217 Absatz 2 erfasst, wenn überhaupt es nicht auch schon begrifflich auszuscheiden wäre. Aber darüber müsste man vielleicht noch mal näher nachdenken, damit wir dies jetzt bewenden lassen. Danke. Ja, es ist schon viel gesagt worden, auch alles Dinge, die mir auf den Nägeln brennen. Deswegen will ich nur ganz kurz stichwortartig darauf hinweisen, dass ich es für dringend erforderlich halte, Herr Höfling hat es Gott sei Dank gerade angesprochen, dass man die einzelnen Begriffe oder Unterarten der sogenannten Sterbehilfe, das ist ja ein Begriff, der praktisch kautschukartig bedient wird, sauber trennt. Was heißt denn sich selbst töten, aktiv das Leben verkürzen, entweder selbst oder mit Hilfe Dritter. Was heißt Behandlungsbeendigung, Behandlungsabbruch, den Dingen seinen Lauf lassen? Ja? Am Ende steht zwar auch der Tod, wie bei der Selbsttötung, aber es ist der natürliche Prozess, der durch die biologischen, chemischen und so weiter Prozesse der Erkrankung fortgesetzt wird. Und was ist Tötung auf Verlangen? Nichts anderes als das, was der Suizident macht, nur durch die Hand eines Dritten. Ja? Und die Frage der Selbstbestimmung ist zweifellos sehr zentral. Sie soll auch durch den 217 nicht begrenzt werden, bis auf einen kleinen Ausschnitt. Aber die Selbstbestimmung hat da, meine ich, ihre Grenzen, wo der sich Selbstbestimmende einen Dritten dazu veranlasst, ihm das Leben zu nehmen, da wird die Selbstbestimmung in der Person des Dritten zur Fremdbestimmung. Ist das schützenswert? Ja? Und wenn wir über den 217 reden, sollten wir immer daran denken, was denn jetzt eigentlich Suizid heißt, sich selbst töten. Aktiv das Leben beenden. Deswegen neige ich auch sehr stark zu der Auffassung von Herrn Höfling hinsichtlich des Sterbenfastens. Selbst wenn man jetzt beim Sterbenfasten in die Suizidalität hineinkäme, dann wäre immer noch die Frage, ob der begleitende Arzt das geschäftsmäßig macht oder aus der Situation heraus, weil es sich um einen ihm am vertrauten Patienten handelt und er aus Gewissensgründen den in dieser Situation nicht allein lassen will. Sie sehen, das ist ein bunter Strauß von Problemen. Herr Kress hat eben auch schon angesprochen, was denn jetzt eigentlich Ziel und Sinn und Zweck des 217 sein soll. Also die dienstleistungsförmige das Angebot, Dienstleistungsangebot der Suizidbeihilfe. Gucken Sie in unsere Nachbarländer. Das ist keine Fantasie. Es ist wirklich keine Fantasie. Und das Problem, was den Gesetzgeber dazu gedrängt hat, diese Dinge in Gesetzesform zu bringen, ob man das jetzt nur unbedingt für zwingend notwendig erachtet, steht auf einem anderen Blatt, ist die Frage, was machen alte, kranke Menschen, wenn sie mehr oder weniger gefragt werden. Ja, sag mal, magst du eigentlich überhaupt noch leben? Müssen die dann Gründe anführen, warum sie noch leben wollen und aufwendig versorgt werden wollen? Weiterleben wollen als begründungspflichtiger Zustand ist meines Erachtens eine Pervertierung des Selbstbestimmungsrechts. So viel zu den allgemeinen Dingen. Jetzt nur noch ein paar Bemerkungen, was denn jetzt letztlich der 217 eigentlich regelt. Und deswegen
der Gesetzestext in meinem Rücken. Er tangiert die grundsätzliche Straflosigkeit der Selbsttötung nicht. Auch nicht die grundsätzliche Straflosigkeit der Beihilfe zur Selbsttötung. Aus den strafrechtlich accessorischen Gründen, aber auch aus verfassungsrechtlichen Überlegungen, wie eben von Herrn Höfling schon dargelegt. 217 Absatz 1 nimmt lediglich eine bestimmte, und jetzt kommt von mir ein Versuch der Definition, was denn jetzt mit diesem geschäftsmäßig gemeint ist, eine bestimmte auf Wiederholung angelegte Form möglicher Beihilfehandlungen als eigenständige Straftat von der grundsätzlichen Straflosigkeit aus, nämlich das geschäftsmäßige Gewähren, Verschaffen oder Vermitteln von Gelegenheiten zur Selbsttötung. Die Begriffe des Gewährens, des Verschaffens und Vermittelns von Gelegenheiten ist aus anderen Straftatbeständen hinreichend bekannt. Geschäftsmäßiges Handeln setzt im Unterschied zum gewerbsmäßigen keine Gewinnabsicht voraus. Es reicht aus, dass der Förderer der Beihilfeabsicht oder der Gehilfe der Selbsttötung seine Förderungshandlungen regelhaft erbringt und auf Wiederholung angelegt hat und als abrufbare Hilfeleistung bzw. Dienstleistung zum Gegenstand seiner üblichen Tätigkeiten macht und auch, schauen Sie auf den Gesetzestext, einem oder mehreren Suizidwilligen konkret anbietet bzw. zur Verfügung stellt, ein Umstand, der in der bisherigen Diskussion nahezu völlig untergegangen ist. Die Tathandlung muss also im konkreten Fall geschäftsmäßig erbracht und hinsichtlich des Verschaffens und so weiter einer Gelegenheit zur Selbsttötung absichtlich verwirklicht worden sein. Wenn man sich das vor Augen führt, was geschäftsmäßig heißt und die Absicht, die den Suizidentschluss zu fördern und dann Palliativärzte betrachtet, mit ihrer auf Leidensminderung und nicht auf Lebensverkürzung ausgerichteten Tätigkeit, dann leuchtet meines Erachtens ohne weiteres ein, dass sie nicht unter den Straftatbestand des 217 fallen. Ebenso bleiben in Einzelfällen, das heißt in individuellen Ausnahmesituationen, aus Gewissensgründen erfolgte Förderungen eines frei verantwortlich gefassten Selbsttötungsentschlusses nach wie vor straflos. Sie werden generell nicht von der Strafdrohung des 217 Absatz 1 erfasst. Zum 217 Absatz 2 will ich jetzt nur so viel sagen. Er nimmt auf emotionale Zwangslagen von Angehörigen und nahestehenden Personen Rücksicht. Wer fällt denn jetzt unter nahestehende Personen? Das ist nicht definiert, ergibt sich aber letztlich aus dem StGB bzw. aus dem Verständnis der Auslegung anderer Straftatbestände, die mit Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe, die mit dem Begriff der nahestehenden Person operieren. Sie sollen im Einzelfall, wenn Sie dem Angehörigen, der wird ja von Ihnen unterstützt und dadurch mittelbar, wenn Sie wissen, dass Sie ihn zum Beispiel zu einem Beruf oder geschäftsmäßigen Sterbehelfer bringen, mittelbar auch dem Sterbehelfer und dessen Geschäft unterstützen, und das reicht ja alle Male für bedingten Vorsatz aus, diese Strafbarkeit, nicht die Strafbarkeit der Beihilfe zum Suizid des Angehörigen ist nicht gemeint. Diese Strafbarkeit ist gemeint, davon sollen sie ausgenommen werden. Das gelingt, dass da auch andere Motivationen von Angehörigen oder nahestehenden Personen eine Rolle spielen können, sprich eigennützig im Sinne wenn eine große Erbschaft oder eine lukrative andere Möglichkeit im Hintergrund steht,
Ja gut, das kann man natürlich nicht ausschließen, aber bitteschön, auch in der früheren Situation der generellen Straflosigkeit, auch geschäftsmäßiger Beihilfe zum Suizid, war das auch nicht auszuschließen, dass Angehörige oder andere eben nicht aus edlen, sondern aus eigennützigen Motiven die Hilfe zum Suizid leisten. So viel im Augenblick von mir dazu. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Ich kann mich kurz fassen. Erstens natürlich, weil bereits sehr viel vorweggenommen worden ist. Zweitens, weil ich mich thematisch besprenke. Ich werde nichts darüber sagen, ob ich das Verbot persönlich oder ethisch für legitim und angemessen halte. Denn ich spreche als Strafrechtler und im Strafrecht ist es darum zu tun, so etwas wie das ethische Minimum einer Gesellschaft, das heißt basale Verhaltensspielregeln zu stabilisieren, auf die sich die große Mehrheit der Bevölkerung einigen könnte. Das wirkt auf den ersten Moment paradox, nachdem wir es gehört haben, dass die Haltung zum eigenen Tod und zum Sterben doch sehr individuell ist. Lassen sich also in einem so heiklen Bereich, das ist die Frage, ein ethisches Minimum dieser Gesellschaft finden, das sich in § 217 vielleicht widerspiegelt, und hat der Gesetzgeber das geschafft? Ich glaube, die erste Frage lautet ja, es gibt so etwas wie ein ethisches Minimum, das der Gesetzgeber verfassungsrechtlich zulässig auch in einen Straftatbestand gießen kann. Ich glaube, mit dieser Norm hat er dieses Ziel teilweise verfehlt oder in weiten Teilen. Ich halte die Norm für verkorkst, deswegen habe ich damals auch die Resolution unterzeichnet. Zunächst etwas näher zu der ersten Frage. Manches ist bereits angeklungen. Welchem verfassungsrechtlich zulässigen und noch angemessenen Ziel kann es dienen, den Suizid oder die Förderung eines Suizids zu verbieten? Schaut man in die Suizidforschung bei Kriminologen und lässt man seine Erfahrung, Alltagserfahrung schweifen, dann weiß man, und es ist auch belegt, dass die Mehrzahl der Suizidwünsche und der Suizide im Zustand der entweder klaren Unverantwortlichkeit, also der fehlenden Freiverantwortlichkeit, vollzogen werden, oder aber in Fällen, an denen an der Autonomie dieser Entscheidung sehr große Zweifel herrschen. Das heißt, in Lebensumständen, die eher gegen ein selbstbestimmtes Sterben sprechen als dafür. Denn aus welchen Gründen entschließt man sich oder bildet den Wunsch zu sterben? Der Druck der Krankheit, Einsamkeit und viele andere Gründe. Das sind Situationen, die von uns, die wir hier sind, uns diskutieren, sehr weit entfernt sind. Deswegen muss man diese Rede vom selbstbestimmten Sterben, wenn sie praktisch werden soll, das hat Herr Höfling auch gesagt, mit einem Fragezeichen und mit Vorsicht muss man sich dieser Rede bedienen. Wenn man das so sieht, dann dient der Paragraph 217 oder kann er bei rechtmäßig oder bei richtiger Interpretation einem angemessenen Ziel dienen. Er will nämlich verhindern, dass voreilig fremde Suizide unterstützt werden. Dass also ein undurchdachter, ein nicht hinreichend vollzugsreifer Suizidwunsch von Sterbehilfeorganisationen und Ärzten umgesetzt wird. Das ist das gleiche Ziel, das bei einer paternalistischen Deutung, die mittlerweile, glaube ich, herrschend ist, auch hinter dem Verbot der Tötung auf Verlangen steht. Ich glaube auch, dass dieses Ziel sich mit der Struktur unserer Gesellschaft ganz gut vereinbaren lässt. Ich glaube nämlich nicht, dass unsere Gesellschaft ausschließlich unter die Idee der Selbstbestimmung und der Autonomie kreist. Gerade die deutsche Gesellschaft, im Unterschied vielleicht zur amerikanischen, ist nicht alleine auf die Autonomie zentriert, sondern hat mindestens noch einen anderen Wert, der sehr wichtig ist, nämlich Solidarität. Solidarität mit den Schwachen. Ein Gesichtspunkt, der, Sie denken an die ökonomischen Diskussionen in Deutschland, sehr stark hervortritt. Und Solidarität bedeutet allerdings zweierlei. Einmal, dass man den Menschen auch über § 217 davor schützt, ihm Angebote nimmt und ihn davor schützt, undurchdacht in den Tod zu gehen. Solidarität bedeutet aber auch, und jetzt komme ich zur Einschränkung des § 217, und das ist dann Solidarität mehr im Sinne der Barmherzigkeit, dass man diejenigen, deren Wunsch durchdacht ist und an deren Vollzugsreife des Suizidwunschs nach menschlichem Ermessen kein Zweifel bestehen kann, weil sie in einer verzweifelten Situation sind, auch Hilfe beim Sterben gewährt, die über das Handhalten hinausgeht. Ich habe dazu einen legalistischen Fall und ein Beispiel aus der europäischen Rechtsprechung. Der einfache Fall ist der Fall der indirekten Sterbehilfe. Heutzutage ist es, wir haben es gehört, ja bereits möglich, dass ein Arzt eine tödliche Dosis von Betäubungsmitteln setzen kann, wenn das das einzige Mittel ist, große Qualen zu beenden. Und er gewissermaßen das nur so als Durchgangsziel den Tod in Kauf nimmt.
In einem solchen Fall, wenn also der Arzt selber die Todesspritze setzen könnte, wäre es geradezu sinnwidrig und systemwidrig, den § 217 zu bejahen. Meines Erachtens kann aber auch in anderen Fallgruppen außerhalb der indirekten Sterbehilfe an der Vollzugsreife eines Sterbewunsches kein Zweifel bestehen. Ich habe einen Fall, den ich damals besprochen habe, aus der EGMR-Rechtsprechung. Eine Frau, die halsabwärts gelähmt war, 2 Jahre lang in diesem Zustand verharrte, Besserungen traten nicht ein. Sie hatte also 2 Jahre lang Zeit, über ihre Situation zu reflektieren. Ihr Mann war sehr liebevoll und sie wollte sterben. Diesen Wunsch konnte sie in Deutschland nicht umsetzen und sie hat sich unter großen Schmerzen liegend, müssen sich das also auch bildlich vorstellen, in die Schweiz transportieren lassen müssen und ist dort aus dem Leben geschieden. Bei einer solchen Frau, glaube ich, der kann man zugestehen, dass ihr Suizidwunsch durchdacht und reflektiert war. Und wenn man ihr mit dem § 217 diese Möglichkeit nimmt, verfehlt das nicht nur die Ziele, die hinter dem § 217 stehen, sondern es verfehlt, glaube ich, auch das, was wir hier vielleicht als ein Minimum von Würde begreifen können. Warum ist der § 217 so weit und warum ist er verkorkst? Dazu noch 2 Anmerkungen. Er wollte und hatte vor Augen die Sterbehilfevereine, die wollte man maßgeblich verbieten. Das hat die Diskussion untergründig und vordergründig geprägt. Meines Erachtens hätte man, wenn man diesem Ziel folgen wollte oder dieses Ziel umsetzen wollte, hätte es eine Änderung des Gewerberechts, des Ordnungswidrigkeitenrechts gereicht. Und das hat gewissermaßen die gesamte Diskussion auf die falsche Spur gebracht. Das hat auch die Topoi wie gewerbsmäßig in das StGB gebracht. Und die zweite politische Problem, was diesen Tatbestand verkorkst gemacht hat, ist, der Gesetzgeber hat es trotz dieser Diskussion, und zwar fast von allen Parteien, versucht zu vermeiden, über den ärztlich assistierten Suizid zu sprechen. Und das Resultat ist, dass wir gewissermaßen, obwohl der Gesetzgebungsprozess abgeschlossen ist, mit den eigentlichen kriminalpolitischen Fragen und rechtspolitischen Fragen noch am Anfang stehen. Denn die Frage lautet, wie halten wir es nicht mit den Sterbehilfevereinen, sondern wie halten wir es künftig mit dem ärztlich assistierten Suizid? Und die wichtigste Frage ist, was sind für uns objektive Kriterien oder objektive Situationen, bei denen wir sagen können, da ist nach menschlichem Ermessen ein hinreichender Grund, eine Durchdachtheit des Sterbewunsches gegeben. Da macht es auch vor dem paternalistisch keinen Sinn, am Menschen den Tod, die Hilfe im Tod zu versagen. Das ist das, was ich noch dazu der Diskussion beitragen wollte. Ja, ganz herzlichen Dank allen 6 für diesen auch in zeitlicher Hinsicht so disziplinierten Einstieg in das Gespräch. Jetzt hatte ich angekündigt, dass ich mal in die Runde schaue. Bevor ich ins Auditorium schaue, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt den Wunsch für eine kleine Zwischenrunde. Erste Reaktion, Frau Rissing von Sahnsinn. Eine kleine Zwischenfrage an Herrn Kubizil. Wie soll ich das verstehen, was Sie eben sagen? Der Arzt darf ohne weiteres eine tödlich wirkende Morphiumspritze geben. Was meinen Sie damit? Nicht ohne weiteres. Nach der Rechtsprechung ist es ja so, dass die Vergabe von Betäubungsmitteln und Morphium gesteigert werden kann, wenn das dem Ziel dient, die Schmerzen abzumindern, aber auch in der Gewissheit, dass das zu einem frühzeitigen Todeseintritt führt. Ich glaube, das ist ein bisschen missverständlich, Herr Kubizil. Ich denke mal, unser Palliativmediziner wird uns gleich sagen können, was unter einer palliativen Sedierung zu verstehen ist. Dass letztlich stirbt zwar der Patient, aber er stirbt nicht, weil er Morphin bekommen hat, sondern er stirbt, weil seine Krankheit ihn letztlich tötet, beziehungsweise er nichts mehr isst, nichts mehr trinkt, praktisch seine biologischen, chemischen Lebensprozesse zum Erliegen kommen. Das ist ja gerade das Besondere bei der indirekten Sterbehilfe. Nicht das gezielte Töten, sondern es ist die Begleiterscheinung oder letztlich der Erfolg, aber Ziel und Zweck und also Ziel des Handelns ist die Leidenslinderung. Nichts anderes. Herr Volz. Ja, also ich glaube, ich bin sehr dankbar, dass wir auch wirklich versuchen, differenziert zu diskutieren über all die Begriffe, die hier so rumschwirren würde: Selbstbestimmung,
palliative Sedierung, Todeswunsch. Da kann man zu jedem tatsächlich ein eigenes Symposium machen und dann wissen wir immer noch nicht, worüber wir eigentlich reden. Also kommt es immer auf den Einzelfall drauf an. Ich glaube, ich kann mal mit der Mär aufräumen, dass das Morphin so furchtbar und tödlich ist. Also wenn Sie eh schon, und du hattest es gesagt als Beispiel, wenn man ein Schmerzmittel gibt und dann gibt man für 2-3 Tage, was wir ja ganz häufig im SAPV, also im häuslichen Bereich, geben für Bedarf dazu. Wenn ein Mensch bereits Morphin regelmäßig nimmt gegen Schmerzen, Atemnot, was auch immer, und man hat 2-3 Dosen, Bedarfsdosen da, dann gibt es da nicht, dass man sich damit umbringt. Es ist was anderes, wenn man kein Morphin nimmt und das spritzt. Da kann man kräftig auch Leute umbringen. Aber es ist so schwer, auch Menschen umzubringen. Also ich möchte da nochmal darauf hinweisen, dass auch unter den kontrollierten Bedingungen von Holland, das was dokumentiert ist, in 17% der Fälle, auch sogar bei ärztlichen, nicht assistierten Suizid, manche der ärztlich assistierten Suizide müssen dann in Tötung auf Verlangen übergehen, weil es nicht funktioniert, aber auch in dieser Tötung auf Verlangen-Situation ein protrahiertes Sterben, ein auch zum Teil wirklich sehr langes Sterben dokumentiert ist in den Studien. Also es ist alles nicht so einfach. Wir können einfach sagen, wenn Morphin, die Opiate, die Betäubungsmittel gegeben werden gegen ein Symptom, Schmerzen, Atemnot, das in einer richtigen Dosierung, dann verlängert das Leben. Da gibt es auch Studien zu. Wenn man gute Palliativversorgung erhält, verlängert das Leben. Also insofern sind wir Gott sei Dank auch mit dieser indirekten Sterbehilfe, das ist ja nett, dass wir die haben, auch uns gegeben wurden als Ärzte, damit wir keine Angst vor Morphinen haben. Und das hat sich ja doch deutlich jetzt gewandelt. Zur palliativen Sedierung, man muss, Herr Höfling, genau wie Sie sagen, man muss da sehr genau hingucken. Wenn man mal genau hinguckt, die Holländer haben nationale Regeln zur palliativen Sedierung. Die Dosen der Medikamente, die da, nicht nur die Art der Medikamente, sondern auch die Dosen der Medikamente, die empfohlen werden, sind ein Vielfaches höher als das, was wir verwenden, wenn wir eine palliative Sedierung machen. Da stimmt genau das, wie Sie sagen, dass da sehr wohl die Absicht, die dahinter steht, zu hinterfragen ist und auch dann sich die Absicht auch ganz knallhart, sage ich jetzt mal, in Dosis von Medikamenten darstellt, die auch dokumentiert werden kann und auch die Frage, wo höre ich auf in der Dosissteigerung? Also palliative Sedierung ist auch genau so ein Plastikwort wie Würde und Autonomie. Man muss genau hingucken, was im Einzelfall wirklich die Situation ist. Und ein Mensch, der dann unter Schmerzen in die Schweiz fährt, dann frage ich mich, warum hat er Schmerzen? Also ich meine, man muss wirklich in den Einzelfall gucken. Und natürlich ist ein Todeswunsch auch oft ein Hilferuf. So möchte ich nicht mehr weiterleben. Das ist ja völlig verständlich. Ich auch nicht. Ich möchte auch nicht so weiterleben. Was heißt, was ist nur dann die Konsequenz daraus? Gleich zu sagen, ja bitte, hier. Und dann würden die allermeisten auch in unseren Studien, die allermeisten Patienten sagen, nee, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Nicht jetzt. Aber später, unter der Voraussetzung, dass es noch schlimmer wird, wenn es dann tatsächlich noch anders wird, muss man wieder nachfragen. Also es ist ein veränderbarer Wunsch, der über die Zeit sich verändert, der überlagert ist. Wir haben es ja alles diskutiert. Also es ist alles furchtbar kompliziert und man muss nur die Details wissen und dann im Einzelfall konkret hingucken, was heißt das und was kann man dagegen tun. Und dieser wirklich explizite, so wie es immer dargestellt wird, klare Wille, selbstbestimmt und ich möchte jetzt, also es wurde ja diskutiert, in so einer Situation mit so einer schweren Krankheit, ich habe es noch nie erlebt. Vielleicht kommen die Patienten nicht in die Palliativmedizin, das kann sein, ja. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass es so klar ist. Und wenn es mal klar ist, wir haben ja auch gemeinsam schon Ethikkonzile und Diskussionen gehabt, ja, dann gibt es so viele Schattierungen davon. Und ich glaube, dieses Signal dieses Gesetzes ist wirklich an unsere Gesellschaft, das nicht so einfach, so schnell so anzubieten, sondern wirklich differenziert zurückzutreten, zu reflektieren. Und das Signal ist gut. Ja, ich wollte auch noch etwas sagen zu diesem aus meiner Sicht so hoch missverständnisträchtigen Begriff der indirekten Sterbehilfe. Als Verfassungsrechtler kann ich das sagen, das sind die Strafrechtler schuld. Und das, was Ralf Volz gerade geschildert hatte, das ist eben die andere Realität. Und als der BGH das erfunden hat, da war das ein Blick auf die Steinzeit der Schmerztherapie in Deutschland. Wenn es aber so ist, dass bei einer legeartig durchgeführten palliativmedizinischen Behandlung im Schnitt wegen, ich sage jetzt laienhaft, der Stärkung des Organismus, der Todeseintritt später eintritt,
dann kann man doch nicht ernsthaft, wenn es jetzt mal anders kommt, das als einen Fall von Sterbehilfe machen. Die Wahrscheinlichkeit an einer, dann, ich sage jetzt auch wieder naiv, Überdosis dann zu sterben, ist deutlich geringer als das Mortalitätsrisiko, wenn Sie sich die Gallensteine entfernen lassen. Da spricht doch auch keiner von indirekter Sterbehilfe. Es ist das Risiko jeder medizinischen Behandlung, dass das schiefgehen kann. Und wenn die Palliativmediziner ihrer Sache gut nachkommen, dann setzen die an einer bestimmten Symptomatik eines bestimmten Patienten an. Aus meiner Sicht, ich wage mich jetzt wieder ins strafrechtliche Gebiet rüber, ist das eine Körperverletzung, täten Sie das nicht, wenn es indiziert ist. Darüber müssten wir mal nachdenken. Tun Sie es aber, dann tun Sie es mit den Risiken, mit denen medizinische Behandlungen immer verbunden sind. Wenn man das so sieht, ist schon das mit der Sterbehilfe völlig falsch. Wenn das aber auch so ist, dann ist es auch nie und nimmer ein Fall von 217. Deshalb glaube ich, können wir das Problem da rausholen. Gut, dann gehe ich jetzt einfach mal die Runde durch. Michael, möchtest du noch Stellung nehmen? Vielleicht mein Fazit, mein persönliches Fazit. Ich glaube, dass man bei § 217 zumindest gesehen hat, dass die Strategie, bestimmte Formen der Suizidbeihilfe sinnvollerweise semantisch zu erfassen und sie zu verbieten, sodass wirklich der Kern dessen erfasst ist, was wir nicht haben wollen, gescheitert ist. Das ist daran gescheitert, dass sich der Gesetzgeber aus bestimmten Gründen keine Rechenschaft darüber ablegen konnte und wollte und welchen materiellen Voraussetzungen wir den Todeswunsch nachvollziehen konnten, hat sich auf reine Äußerlichkeiten beschränkt. Und ich glaube, dass das einfach auch etwas ist, was in uns angelegt ist. Wir wollen uns selber keine Rechenschaft ablegen, was wir als Gesellschaft, aber auch jeder für sich, als noch hinreichende Lebensqualität erachtet oder wo wir sagen, wenn wir in einer solchen Situation sterben wollen, dann ist das zu akzeptieren. Und die Strategie über die Geschäftsmäßigkeit, das konnte nicht funktionieren. Das war aber allerdings von vornherein klar, fand ich. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, es ist nach wie vor dem Einzelnen völlig unbenommen, sich selbst das Leben zu nehmen. Ja? Und es ist auch dem Arzt, der aus Gewissensgründen seinem Patienten, in einem der ganz konkreten Patientenbeziehung, Hilfe leistet, unbenommen, strafrechtlich. Was verboten worden ist, ist der Beruf des Sterbehelfers. Da könnte man jetzt sagen, ist Artikel 12 verletzt. Möchte ich mich nicht zu äußern. Aber eins ist sicherlich richtig. Man kann die Situation nicht schöner reden, als sie ist. Man muss verantwortungsvoll sowohl mit dem Leben und der Gesundheit der Menschen, aber auch mit Paragraphen umgehen. Ja, und vielleicht ist es durchaus mal ein Tipp, dass man vielleicht mal etwas intensiver auch in die Gesetzesbegründung schaut, in die Motive und sich versucht, ernsthaft damit auseinanderzusetzen und nicht sein eigenes Vorstellungsmodell immer als Vergleich daneben zu legen und zu sagen, meins ist aber besser. Wir haben Fakten, mit denen wir leben müssen und das sollten wir versuchen, so gut wie es uns möglich ist, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich möchte vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu der Frage nach der Empirie machen. Die Situation, die Sie schildern, kommt, glaube ich, verhältnismäßig häufig vor. Und das ist der Graubereich, von dem ich es sehr schätze, dass es ihn gibt. Und ich hoffe, dass der Gesetzgeber oder auch sonst keiner in diesen Bereich jetzt auch noch reingeht. Denn letztlich sind diese individuellen Sterbesituationen alles existenzielle, sehr individuelle Situationen. Und wenn wir es dann in den Situationen mit Menschen zu tun haben, die das ernst nehmen, die sich auch wirklich dem Leben, aber eben auch den würdevollen Umständen verpflichtet wissen und eine Beziehung zu diesem Patienten haben und dann das tun, was sie tun, dann sollen sie es bitte tun. Empirische Erhebungen gibt es dazu nicht, denn das, was Sie beschreiben, wäre Tötung.
Und insofern ist das, ja, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn diese Abwägungsspielräume, diese grauen Zonen auch ein bisschen erhalten bleiben dürfen, wenn es nicht zu erheblichen Missbrauch oder erheblichen Fehlentwicklungen kommt. Es gibt natürlich Einstellungsuntersuchungen über Ärzte, also wie viele eine Regulierung befürworten würden, wie viele schon eine Suizidbeihilfe durchgeführt haben etc. Das ist durchaus eine erhebliche Zahl, die sich dazu bekannt haben in einer Umfrage, die vor einigen Jahren auch schon erfolgt ist. Die Einstellung ist aber notorisch gespalten, ja, so wie in der Gesellschaft, so auch unter den Ärzten. Und dafür ist es ja dann auch gut, dass es dann gewissen Spielräume gibt. Aber ich glaube, so die Daten, die Sie haben möchten, die gibt es, fürchte ich, tatsächlich nicht. Oder vielleicht bin ich auch froh, dass es sie nicht gibt. Nur zwei letzte Dinge dann. Ja, wir haben jetzt diesen Paragraphen und bis zum Beweis des Gegenteils hoffe und vertraue ich jetzt einfach mal auf die Klugheit und das Augenmaß der Staatsanwälte und der Gerichte, die dann möglicherweise mit solchen Fällen zu tun haben. Und aber nach wie vor plädiere ich unverdrossen dafür, dass die Politik das nationale Suizidpräventionsprogramm wirklich in der Breite unterstützt. Denn da sehe ich ein viel größeres gesellschaftliches Problem. Eine Geschichte zum Abschluss. Eine Dame, 80 Jahre alt, aufgrund einer Gefäßerkrankung mit Beinamputation, eine Tumorerkrankung, die heftige Schmerzen verursacht, die weiß, dass sie niemals in die eigene Wohnung zurückkehren wird, äußert den Wunsch nach einem assistierten Suizid. Der palliativmedizinische Dienst des Krankenhauses wird eingeschaltet und die lösen in der Tat manche Probleme mit schmerzmindernder Medikation. Es kommen zig Fragen auf den Tisch. Der Krankenhausseelsorger geht dahin, bringt die Familie mit der Frau ins Gespräch und die Erfahrung, angehört zu werden und Fragen zu stellen zu können und die Zusage, eine Bedenkzeit ihr einzuräumen, lassen bei ihr den Wunsch nach dem Suizid in den Hintergrund treten. Und vielmehr stellt sie die Frage danach, wie sie denn jetzt eigentlich mit dieser Situation zukünftig umgehen will. Es ist ein kleines Plädoyer dafür, einen Perspektivwechsel herbeizuführen, der verhindert, dass wir überhaupt hier in Konflikt geraten und dass die Ärzte hier Angst bekommen müssen. Es ist das Plädoyer dafür, zu überlegen, wie wir Projekte auf den Weg bringen können, dass Menschen sich angenommen, wahrgenommen, wertgeschätzt und unterstützt erfahren können. Zwei Beispiele will ich dafür nennen. Vielleicht hat der ein oder andere Eltern oder Großeltern, die in dem Alter sind, wo man sich schon mal Gedanken darüber macht. Ein Projekt, das wir zum Beispiel in unseren Kirchenpflegeeinrichtungen da haben, heißt bei Zeiten begleiten, wo Menschen wirklich qualifiziert werden, die Themen ins Gespräch zu bringen. Und wer sich da auch ein bisschen für interessiert, der kann auch mal auf eine andere Internetseite gehen, sterben-leben.de. Auch von da aus gibt es einige Impulse und Initiativen und Aktivitäten, von denen man irgendwie vielleicht ein bisschen was lernen kann. Sterben-Leben, das geht mir gerade nach. Was dann noch übrig bleibt. Ja, aber das ist unsere WWW-Kultur. Ich habe, denke ich, ich wollte Sie auch Sie verwirren, um zu sagen einfach, es gibt nicht, ein Mensch will sterben und deswegen brauchen wir jetzt, egal was für eine Konsequenz wir daraus ziehen, sondern wir brauchen dann Menschen, die die Differenziertheit, die diesen komplizierten Weg, was für ein Typ von Todeswunsch ist es, was steht dahinter, was will er eigentlich sagen, was können wir auch an Möglichkeiten anbieten, das alles in den verschiedensten Optionen auch zu diskutieren. Und ich habe, wie gesagt, großes Vertrauen, dass wir sind alle Menschen und wir wollen eigentlich alle leben, dass dann auch Dinge
Perspektivwechsel, die wir nicht aufoktroyieren, sondern die kommen dann auch von alleine. Aber diesen Raum müssen wir geben und auch erlauben. Und das ist ein komplizierterer Weg als der einfache Weg. Und dazu gehört auch, dass wir zwar juristisch graue Zonen, von denen Frau Wopen sprach, haben für die Ärzte, aber diese Grauzonen durchaus zumindest ärztintern auo mal besprechen. Denn diese Mo-Perfusor-Diskussion, ich habe es als junger Assistent auf einer Intensivstation noch erlebt, dass gesagt wurde, ein Mensch stirbt, deswegen braucht er einen Mo-Perfusor, ohne dass der Unruhe hatte, ohne dass er Schmerzen hatte, sondern weil er starb. Das ist kein Grund, es ist keine Indikation. Und dann wurde da langsam auch ein bisschen höher gedreht. Ich sage jetzt nicht, wo das war, weil das geht nämlich in Richtung. Aber das erleben wir in unseren Kursen auch immer wieder, das sind keine seltenen Maßnahmen. Und es gibt also, das wollte ich damit auch sagen, auch am Anfang, das Thema, was wir heute hier besprochen haben, ist aus meiner Sicht auch nur die Spitze des Eisbergs. Und es gibt so viel andere Dinge darunter und davor, die dem zugrunde liegen, die man durchaus auch im interdisziplinären Dialog auch weiter besprechen sollte. Aber man fokussiert immer sehr schnell auf diese Spitze des Eisbergs. Also insofern auch ein bisschen, noch ein bisschen mehr auch aus klinischer Verwirrung. Das ist hoffentlich das, was ich bei Ihnen hinterlassen habe. Vielen Dank. Ich danke den 6 Teilnehmern unserer Diskussion für ihre gedankenreiche Beiträge, für ihre ernsthafte Diskussion miteinander und mit Ihnen im Auditorium. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich so konzentriert auf unser Gespräch eingelassen haben. Das war ein wenig ein Experiment, ein erster Präzedenzfall dieser Art, dass wir ein so breites und interdisziplinäres Podium zusammengebracht haben. Ich möchte einmal aus dem Umstand, dass Sie so lange, ich war mir selbst gar nicht bewusst, dass die Zeit so schnell vorangegangen war, dass Sie so lange mit so viel sichtbarer Konzentration dem Gespräch gefolgt sind, vorsichtig zum Anlass nehmen, zu hoffen, dass dieser Präzedenzfall nicht völlig misslungen ist. Ich würde Sie jetzt herzlich im Namen des Vereins und des Fachausschusses des Kölner Anwaltvereins einladen, noch mit uns, auch wenn die Zeit schon ein bisschen vorgerückt ist, noch ein Kölsch und ein Röggelchen zu sich zu nehmen. Es geht schräg für diejenigen, die zum ersten Mal da sind, und an all diejenigen, die zum ersten Mal da sind, richtet sich die leise Hoffnung, wenn es Ihnen nicht missfallen hat, kommen Sie ein weiteres Mal, vielleicht sogar entwickeln Sie die Neigung, unseren Verein zu unterstützen. Gehen Sie bitte mit uns quer über den Albertus-Magnus-Platz in die kriminalwissenschaftlichen Katakomben des Hauptgebäudes. Dort, Herr Höfling, dominiert das Strafrecht noch ungebrochen. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank.